Hallo, ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Folge FIFA 16 mit Schalke 04. Ja, und heute haben wir hier ein Spiel gegen Fiorentina, also AC Florenz natürlich. Ich habe eigentlich umstellen wollen, muss das noch machen, will auf 5-3-3-5-2, 5-2-3, 5-3-2, nein, ich will auf 5-2-3 probieren mal. Und, Chupomoting, das passt. Mit zwei ZMs. Drei Innenverteidiger, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Gajara, das passt mit drei Innenverteidiger. Geis muss noch raus. Das heißt, Neustädter bekommt seine Chance. Nastasic wäre auch nicht schlecht mitzunehmen. Und diesmal darf aber Schöpf beginnen. Wie Aogo darf auch beginnen. Haben wir noch einen rechten Verteidiger? Ja, Uchita. Uchita. Wie heißt er denn mit vollen Namen? Vergiss ich immer, weiß ich nicht. Falls das jemand weiß, bitte sagen. Japaner, Uchita. Und dann beginnen wir mit einem 3-5-2. Oder ist das jetzt richtig? 3-5-2, ja. 5-2-3, so. Oh, 3-2-5. Anweisungen. Gehen wir hier ein, dass der Spieler vorne bleibt oder defensiv, grundlegende Defensive, außen bleiben, in die Mitte ziehen. Der andere natürlich auch in die Mitte ziehen. Dann Anspielstation, Abwehr überlaufen. Ja, bleibt gleich. Passwege zustellen. Natürlich. So, haben wir da noch was? Anbieten oder Abwehr überlaufen? Abwehr überlaufen. Und die sollen hinten bleiben bei Angriffe. Oh, wo ist das jetzt? So, da ist es. Konservatives, energisches, normales Abfangen, Position halten, am Strafraumrand bei Flanken. Am Strafraumrand bei Flanken. Jo. Abbrechen. So. Eigene Taktik. Da möchte ich die Geschwindigkeit ein wenig erhöhen und das Passspiel etwas gemischter und riskanter machen. Lang. Aufbauspiel, Passspiel, Chancenbearbeitung. Riskanter. Flanken oft. Und Druck der Verteidigung soll ein bisschen höher sein. So, dann können wir da rausgehen und starten wir direkt in die Florenzer Partie. Wenn wir das gewinnen, können wir natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen das letzte Spiel simulieren lassen. So, ich hoffe, für euch wird es ein bisschen ein spannendes Spiel. Oh, der ist zu weit. Und da wird da gefoult auch noch. Herrlich. Kriegt er denn? Nein, das ist zu ungenau. Egal. Ja, probieren wir das nächste. Gegen AC Florentina. Fiorentina im Parc de Princes. Das ist in Frankreich. Parc de Princes. War das erste Spiel nicht im Old Trafford? Jedenfalls. Das wird lustig, den Namen hier auszusprechen, habe ich gerade gesehen. Wo ist er? Deterusanu. Bernardeschi Babacar. Jo, den Torhüter will ich gar nicht aussprechen, ich nenne ihn einfach mal Tete. Den zu Schalke vielleicht kaufen wäre witzig. Spieler im Fokus. Ist wieder unser Hündela. Probieren wir einfach das 5-3-2. 5-2-3, so. Und vielleicht hat es ja Wirkung gegenüber dem Ajax-Spiel und dann hätte man vielleicht sogar zwei Systeme für die Saison. Falls es ein bisschen, oh, Matip hier mit dem ersten Pass irgendwo hin. Ja, zurück zum Thema. Falls stärkere Gegner sind, haben wir hinten ein eingespieltes Team bei der Fünferkette.
und können da ein bisschen auf die Tabellenführung schielen. Achtung, wo der hingeht, weiß ich auch nicht, aber er geht jedenfalls aufs Tor von Leon Goretzka. Hat am Strafraumrand gewartet, gefällt mir sehr. Dieser Goretzka fällt schon sehr auf. So. Goretzka wieder. Der weiß, was er tut. Aber nicht ganz. Muss noch viel lernen, der Kleine. Der Kleine, sage ich. So. Sade. Tete. Ich will es gar nicht aussprechen. Also manche haben sehr brutalere Namen. Tete Rasanu. Ob es ein guter Torhüter ist, wissen wir noch nicht. Sehen wir dann, wenn wir mal aufs Tor ziehen können, ordentlich. Es ist nicht schlecht. Achtung. Und da wird schon herumgefault. Alter Schwede. Papa K. Der Ball war draußen. Der Ball war draußen, finde ich. Hündela. Hündela. Oh, was für ein Pass. Den wollte man gar nicht auf ihn setzen. Der war gut. Der war nicht schlecht. Da ist Alessandro Schöpf. Oh, Tete hält den. Schöpf das Ausnahmetalent. Achtung. Und da ist Awogo. Tennis Awogo. Wird gleich mal gefault ordentlich. Und da ist Meier. Meier. Meier kommt da in den Strafraum. Musa. Und Alessandro Schöpf. Der ist im Tor. Ich habe gedacht, der ist zuerst daneben gegangen. Alessandro Schöpf mit dem exzellenten Schuss ins Tor. Ja, die werden sich hier auf der rechten Seite ziemlich geben. Alessandro Schöpf und Sané. Ich glaube, das wird eine spannende Saison zwischen den beiden. Also da kann ich mich sicher nicht entscheiden, wer hier den Ton angibt. Außer ich setze natürlich beide ein, wenn Choupo-Moting auf der linken Seite ermüdet ist, dann geht es ja noch besser ab. Und Florenz will sich hier nicht die Blöße geben und ausscheiden. Achtung. Oh, meine Herrschaften. So, da gehen wir gleich mal mit Druck drauf. Gut gemacht. Ah, Schöpf. Schade. Ja, Transferzeit ist ja auch angesagt und da wären natürlich ein, zwei Spieler gut mitzunehmen. Welche ein, zwei Spieler noch, die vielleicht besser sind. Besser sind. Pasqual mit der Chance. Ein bisschen besser sind, noch besser sind als Backup oder so vielleicht. Wenn ihr da einen Tipp habt, mit wem ihr viele Tore schießen können und eventuell sogar die Meisterschaft gewinnen können, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist ja ein Multitalent dabei. So, Schöpf. Schickt den hinein und Hündela mit dem 2 zu 0. Hündela mit dem 2 zu 0. Er kann es eben. Da gibt es nichts dagegen zu sagen. Nochmal, Schöpf setzt sich hier schön durch. Lässt ein, zwei Spieler stehen und schickt Hündel einfach rein. 2-0. Könnte das eventuell der Favorit von Konter sein? Denn wir sind vorne und hinten gut besetzt. Schaut derweil noch gut aus. Aber ich werde trotzdem beide das 4-4-3 benutzen und das 5-3-2. 5-2-3, so. Da haben wir alle möglichen Anspielstationen. Ist ja auch nicht schlecht. So. Ui, da verliert Uchita den Ball. Der Japaner. Und da kommt erstmal eine Flanke auf uns zu. Aber das ist kein Problem gewesen für Fährmann. Aber dafür ist hier ein Fehlpass passiert. Das macht nichts. Wir führen ja 2 zu 0. Wäre nur schade bei einem Rückstand. Oh ja. So.
Achtung, und Fährmann. Was? Der gibt hier faul? Spinnt der? Und gelb. Faul und gelb. Ist das jetzt ein Elfmeter? Nein, Gott sei Dank. Ich dachte, der wäre hier drinnen. Oh, der geht auch nicht schlecht. Der geht wirklich knapp am Tor vorbei. Hat, glaube ich, einer von den Blau-Weißen gerettet. So, den hat wieder Fährmann. Der führt das schnell raus. Und das ist der schnelle Gegenangriff. Das kann es was werden jetzt. Choupo-Moting muss jetzt nach innen ziehen. Choupo-Moting. Ah, zu ungenau. Schade. Das wäre die Entscheidung gewesen. Dann wäre Florenz weg gewesen. Fiorentina in der Landessprache. Augo. Stark gemacht. Choupo-Moting. Ah, oh, da lässt er sich den Ball abnehmen. Meine Herrschaften. Jetzt nicht übermütig werden. Mit Tricksereien und so. Und den hat Hövedes gut gestoppt. Der läuft ihn aber auch gleich nach und setzt nach. Schade. Achtung. Babaka und... Ja, den muss er setzen. Schade für Fiorentina. Was für ein Fehlpass. Und den kann er auch nicht nutzen. Also da hat Fährmann ziemlich viel Glück jetzt. Und da schlaft wieder einer. Sonst wäre der Ball hier auch weg gewesen. Und es kann schnell wieder umändern sich das ganze Spiel hier. Denn jetzt wirkt Fiorentina etwas wacher als Schalke. Und da hat den Fiorentina ziemlich schnell 200%ige Torchancen, sogar 1000%ige Torchancen und sogar ein Geschenk dabei. Ja, und da würde ich mal sagen, wir setzen auf Konter und Pressing, pressen mehr. Ja, wir kommen nicht mehr im Ballbesitz. Das heißt, wir werden da uns zurückziehen. Achtung. Ui, gut gemacht. Und da ist Hündela. Gut gemacht. Choupo-Moting. Ui, Gurkerl. Was ein Gurkerl. Hündela. Oh, schade. Hündela. Für sein Alter ein guter Torschütze. Guter Torjäger. Guter Torschütze, nicht so. Er ist torhungrig, meine ich. Und da muss man nachsetzen. Und jetzt ist der Ball wieder drinnen. Und was für ein Traumtor! Da lobt man den Spieler. Und ich glaube, es war Hündela mit dem Heber. Ja, es war Hündela. Schauen wir uns das Gusto-Stück noch einmal an. Da lobt man den Spieler. Und dann sowas. Geht hier rein und überhebt den Torhüter und der passt genau ins Eck. Senkt sich noch rechtzeitig. So, es ist ein Weltklasse-Spieler. Da ist der Goalie knapp dran und es steht 3-0 in der ersten Halbzeit. Ja, Gruppensieg ist da und da würde ich nichts mehr anbrennen lassen an eurer Stelle, liebe Schalke-Spieler. Vielleicht ein Gegentor wird da noch kommen und da war Meier dazwischen. Rotieren, rotieren, rotieren. Matthias, Achtung. Ja, und der geht irgendwo hin. Jetzt versucht Florenz das sehr überhastet. Wer wird das? Kurz am Auge. Ja. Haben wir Ballbesitz genug eigentlich? Dann wäre die Taktik auch nicht schlecht. Schauen wir kurz in die Spielinfo. Nein, das bringt uns zwar weniger Ballbesitz. Ich glaube, das war der überwiegende Vorteil hier. Dass Florenz hier ziemlich gut gespielt hat. Schöpf ist müde.
Wer kommt da noch hinein? Nastasic für Neustädter, der hat nämlich gelb. Kolasinac kommt auch rein. Und auf der rechten Seite Rita. So, wen können wir da noch einsetzen? Geis wird nun noch in der Halbzeit gegen Ende kommen und Nübel. Jetzt haben wir da mehrere Wechsel. Und die zweite Halbzeit ist da. Sané mit einem stärkeren Spieler. Ui, der war knapp. Hohoho. Jetzt versucht sich hier etwa Florenz sehr viel zu wehren. Und man merkt schon, die Taktik ist weniger Ballbesitz wert, aber kann schnell umschalten auf Konter. Gut gemacht, Matip. Hey, warum läufst du denn daneben? Mein Freund der Berge. Was war da jetzt? Ich habe den Verteidiger angesteuert, aber er lässt sich nicht steuern. War er da jetzt etwa verwirrt? So, Rita. Ach du Heilige, jetzt werden sie etwas frecher und stärker. Iličić statt Pascal jetzt drinnen. Babacar. Achtung. Ja. 3-0. Ist eine gute Leistung. Achtung. Ui. Die wollen es noch einmal wissen, die Abwehrspieler hier. Nastasic. Vielleicht jetzt ein schneller Konter. Oh, das war zu spät. Aber jetzt werden sie überheblich, auch die Gegner. Und wollen das Gegentor machen gegen uns. Ja, und das war ein Foul, ein heftiges. Matip auf Rita. Ah, der kommt hier nicht vorbei. Ah, das wollte ich auch nicht. Goretzka. Ui, was für ein Pass. Da kommt aber die Santo nicht dran. Hündeler wäre, glaube ich, schneller gewesen. Hat längere Füße. Achtung. Achtung, jetzt ist es gefährlich und das ist Abstoß. Ich dachte, das ist Eckball. Der Pass muss gut ankommen. Ja, kommt auch. Sané kommt aber nicht vorbei. Schade. Sané und der weiß, wie er seine Laufwege hier holt. Sané. Leroy Sané, der weiß auch, wie man durchkommt. Und was für ein Reflex von DD. Ist, glaube ich, ein Albaner, kann das sein? Sané. T. Santo. Und Ballverlust. Iličić. DT. Oh, das ist gefährlich. Ja. Und Iličić ist da gestanden. Iličić. So heißt er, nicht Iličić. Schauen wir noch einmal die Wiederholung an. Abstoß. Genau. Dachte Eckball vielleicht. Super gemacht. Rita. Da ist wieder Rita. Ah, zu ungenau, aber Sané erkämpft sich wieder den Ball. Sané, Leroy Sané. Oh, den wollte er anders annehmen. Kurz, nächste Chance. Und da ist wieder Sané. Der Junge kann vieles. Der ist überall. Und immer einsetzbar. So. Goretzka. Und überall zu finden, meine ich. Ah. Da muss er nach hinten spielen. Und da ist Rita. Rita.
Ritter mit der Flanke und Sané mit dem Kopfballtor. Leroy Sané. Die geben sich wirklich auf der rechten, mit der Position der rechten Seite. Sané und Schöpf. Wir haben starke Spieler, aber ja, wir können auch hoffentlich Lazaro holen für die linke Seite als Ersatz von Choupo-Moting. So. Leroy Sané mit seinem ersten Tor. Welche Minute haben wir noch einmal? Schauen wir noch kurz nach. 69 Minuten. Jetzt wird es auch Zeit für einen Wechsel für die Ersatzbank. Ah, schade. Gut, durchschaut. Okay, das war jetzt ein Foul. Und dann können wir hier auch noch wechseln. Goretzka wirkt müde. Ist er müder als Meier? Nein. Und Nübel darf hinein. Sehr gut. Höre das. Gut gemacht. Und das war weniger gut, aber 0-4. Ist nicht schlecht, Achtung. Das können wir offensiver auch werden von mir aus. Und brandgefährlicher werden. Achtung. Super dazwischen gegangen. Da will jemand wissen. Geiss kommt aber nicht mehr an den Ball. Schade. Ah, schade. Tello. Ist das der Barcelona-Tello? Weiß ich nicht. Heißt der Christian Tello? Ja, Christian Tello. Gonzalo. Rodriguez, die Sandra, die Bodoro. Mexikaner. So. Choupo-Moting. Wenn der durchgegangen wäre, hätte er hier Sonderapplaus bekommen. Iličić. Gonzalo. Sie haben schon wieder mehr Ballbesitz. Tello. Christian Tello. Jetzt nicht wieder auf unaufmerksam werden. Nübel. Gott segne Nübel. Dankeschön. Und da versuchen wir es nicht so. Ah, das war verdrückt. Scheiße. Scheiße, scheiße. Jetzt bauen wir ein bisschen höheren Druck auf. Da wollen wir noch ein paar Tore schießen. Wir sind nicht einmal warm geschossen. Gut gemacht. Hören wir das? Meier. Ah, dieses Zusammenspiel ist zum Zuckerschlecken hier. Sané. Sané. Oh, schade. Das wäre ein toller Lochpass geworden. Leroy Sané hat ja zwei Schüsse. Ich glaube, das ist sogar der erste Eckball. Kann das sein? Kann es stehen? Foul auch noch im Strafraum. Und jetzt ist keiner mehr hinten. Karlinic. Uiuiui. Das wird gefährlich. Da hinten raus und Nübel. Was für eine Monsterreaktion. Ja, nicht schlecht. Ui. Und der war der im Elfmeterraum? Der war nicht im Elfmeterraum, sonst würde es hier rot geben. Freistoß. Okay, schnell zurück. Schnell zurück. Du bist zu klein eigentlich. Oh, Nübel ist geschlagen. Schade.
Choupo-Moting. Ja, schade. Da ist, glaube ich, einer zu viel gewesen des Guten hier. Ah, gut, er kämpft. Jetzt Choupo-Moting wieder. Choupo-Moting sieht hier die Santo. Oh, da ist er zu schnell durchgekommen. Und Schalke wird jetzt ordentlich gefeiert. Oder auch nicht. Pfiffe bis zum geht nicht mehr. So, den muss er jetzt holen, Sané. Bernardowski, die Nachspielzeit läuft auch schon. Der lässt sich aber nicht den Ball abnehmen. Tello. Da rutscht alles daneben, was hier geht. Fiorentina glaubt hier noch ranzukommen, aber ja, dagegen hat jetzt der Schiedsrichter mal was. Würde es 120 Minuten gehen, dann sehe die Welt schon anders aus. Eins Liverpool 3-0. Das können wir, glaube ich, jetzt am Ende auch noch simulieren. Nationaltrainer. Transferangebot. Was? Okay. Für Sinan Kurt ist es akzeptiert worden. Okay. 18-jähriger Spieler. Sinan Kurt. Ein echtes Ausnahmetalent, glaube ich. Neue Verpflichtung. Neue Verpflichtung. Aha, wieso kommt er daher? Auch nicht schlecht. Taktiklage. Koller-Logik. So, Simulation. Hallo. Dauert ein bisschen. Team 3 Punkte. Florenz. Wie schaut es mit der durchschnittlichen Dings aus? Die haben minus 1. Die müssten 4 Tore gegen Ajax Amsterdam schießen. Und die müssten auch noch 4 Tore erzielen. Dann wäre es ziemlich brutal, die Ausgangslage. Neue Verpflichtung. Ah, Büro. Okay. Nein. Nicht verlassen, aber wir gehen das simulieren. Sicher ein komisches Spiel. Unentschieden. Haben wir damit Liverpool rausgestoßen? Fragezeichen, Fragezeichen. Olympique Lyon ist der nächste Gegner. Gottes Willen. Turnierpreisgeld haben wir jetzt 2 Millionen. Ein bisschen aufgestockt. Und ich glaube, gegen Lyon werden wir ausscheiden. Stoppen wir mal die Simulation kurz. Weil ich wissen will, was Sinan Kurt auf der linken Positionsseite, vielversprechender Spieler, mit 18 eine 64. Aber wir gehen auf vorherige Einheit laden. Und siehe da, Sané gewinnt an Stärke. Das können wir auch simulieren. Wissen wir, dass wir verlieren. Also simulieren wir das schnell fertig, damit wir in die Liga starten können. 3 zu 4 im Elfmeterschießen ist auch nicht schlecht. Ja, da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Büro. Turnierpreisgeld. 3,7 Millionen. Perfekt. Perfekt. Turnierpreisgeld. Ja, so, jetzt schauen wir weiter. Schauen wir weiter, schauen wir weiter. Sinan Kurt ist schon mal eine gute Verpflichtung. Und es gibt ein Transferangebot von AC Milan.
mit 28,5 Millionen. Wenn man das annehmen hat, haben wir da ziemliches Problem. 58 Millionen. Gehen wir mal auf 35,5 Millionen als Gegenangebot. Ja, mit 26, 22,5 Millionen wert zu sein, ist auch nicht schlecht. Jetzt schauen wir kurz, ob wir im Jugendstab was Gutes finden. Gehen wir mal ein Scouting-Netzwerk aufbauen, vor allem in Frankreich. Frankreich, 9 Monate. Ah, da suchen wir gleich einmal einen Torwart, einen guten. Dann in Deutschland können wir eigentlich auf alle setzen. Inländer brauchen wir am besten. Die sollten gut sein. Und in Tschechien müssen wir uns umschauen. Tschechien, 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 Tschechien. Da ist es. Tschechien. Tschechische Republik. Die haben eigentlich technisch begabte, nein, starke Physis. Starke Physis. Das braucht man. Ich will einen Spieler mit starker Physis schauen. Schauen, ja. Perfekt. So. Transferangebot für Junipel Hunter 11 Millionen. Younes Belhanta. Wir haben 38,5 Millionen dann. 11 Millionen. Netzwerk. Spielerentwicklung. So, gehen wir ein bisschen simulieren wieder. Wir machen Sané ein bisschen stärker. Ich weiß, dass auch ein Schöpf nicht schlecht spielt, aber da werden wir verschieden trainieren auch noch. So, Transferangebot. Wir haben ja Ralf Fährmann in Höhe von 35 Millionen überdacht und es zu akzeptieren. Ach du Scheiße. 35 Millionen. 35 Millionen. Wen soll man dann als Torhüter Ersatz holen? Meine Herrschaften, meine Herrschaften. Transferangebot für Joel Matip von Leicester City. So, Angebot annehmen. Ein Totalabverkauf. Spieler verkauft. Spieler verkauft. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder ein bisschen trainieren. Und ja, gute Entwicklung. Gute Entwicklung. Atletico Madrid gewinnt Rennen um Miralem Pjanic. So, es wird Zeit, dass hier Monatsbericht Jugendmannschaft Ivan Faria Scout zurückgekehrt. Ah, es ist unser Talent, dem wir hier. Was ist das für eine Position? Vertrag anbieten. Ein Innenverteidiger? Ja, das ist nicht schlecht. Starten wir mit einem Innenverteidiger, wenn Joel Matip schon weggeht, könnte Faria eine gute Chance bekommen. 20%. Keine Angabe. Er hat keine schlechte Sache hier. So, wäre ein guter Innenverteidiger. Spieler verkauft. Aktuelles. Oh, Fabian Giefer will sich hier durchsetzen. Okay. Ja. Transferangebot. Schon wieder eines. Höwedes. Angebot annehmen. Dann haben wir 103 Millionen. Ah, ich weiß schon, welche Ersatzspieler ich hole. Seid mir nicht böse. Aber das kitzelt echt. So. Gehen wir da aber diesmal 44 Millionen ein. Schauen wir kurz, was passiert. Bis zum Trainingsstart gehen wir sowieso vor. Stellungsspiel. Gut gemacht. Wird wahrscheinlich einer der besten Spieler. So.
und hoffe, dass sie darauf eingehen. Ivan Faria der Vertrag akzeptiert. Was wollen die 36 Millionen? Bei 36 Millionen sage ich nicht nein. Dann haben wir ein gutes Gehaltsbudget. Und ich beende das jetzt an der Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt Transferzeit mit Schalke 04. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und schreibt eventuell auch in die Kommentare bitte, wen ihr als Neuverpflichtung bei Schalke sehen wollt. Danke fürs Zuschauen. Ciao.